Auf der russischen Halbinsel Kamtschatka ist der Vulkan Besimyani ausgebrochen und hat eine 10 Kilometer hohe Aschesäule in die Luft geblasen. Russische Geologinnen und Geologen veröffentlichten unter anderem auf Telegram Aufnahmen davon, wie Lava und Dämpfe aus dem Vulkan austraten. Auch auf der Twitter-Seite des Landes waren Aufnahmen des Naturspektakels rund 6600 Kilometer von Moskau entfernt zu sehen. Der Besimyani gehört mit einer Höhe von 3 Kilometern zu den aktivsten Vulkanen der Welt. Die 1200 Kilometer lange und bis zu 450 Kilometer breite Halbinsel Kamtschatka zählt rund 160 Vulkane, doch nur die wenigsten davon sind noch aktiv. Die Vulkanregion gehört zum UNESCO-Weltnaturerbe und ist eines der Gebiete mit der weltweit höchsten Konzentration geothermischer Aktivität. Wegen des Ausbruchs wurde laut der Nachrichtenagentur Reuters durch die russische Vulkanbeobachtungsstelle QVERT die höchste Gefahrenstufe Rot für die Luftfahrt ausgesprochen. Nach Angaben des russischen Zivilschutzes bestand jedoch keine Gefahr für bewohnte Gebiete oder Tourismusgruppen.